Unser Held wurde Folgenden Zauber getötet. nutzen. Blitzschlag. Jetzt geht's ab. So, Head wurde getötet. Habt ihr hoffentlich gerade gehört. Unser oh, wiederbelebt. Head wurde wiederbelebt. Das ist jetzt aber... komisch. Nein. So. Was haben wir noch hier? Das bringt mir alles gerade nichts. Ehrenpunkte habe ich zu wenig. Ah, gegnerischer König bei 97. Gut, dann rüste ich mal meinen Held auf. Und ich gebe ihm eine bessere Waffe. Okay. Wenn ich ein bisschen Glück habe... Nein, ich weiß, was ich mache. Unser Held ist ein Held Level Up. Ja, der Held hat, oben links sieht man es, 8 Stufen. Level 2 ist er jetzt. Ist 0% von Level 3. Da stehen auch Schwertstufen, Rüstungsstufen, Armbruststufen. Ja. Unser Schmied hat eine Ich warte jetzt, bis ich 150 habe. 150 Gold. Und dann... oh, das ist schon gleich. Ja, teleportiere ich mal wieder zurück. Und dann wollen wir noch mal sehen. Dann lasse ich meinen Schmied nämlich schneller schmieden. Dann geht's hier richtig ab. Ja, komm, nur noch ein bisschen. Unser Held wurde getötet. Noch ein kleines bisschen. Ja. Unser Held wurde wiederbelebt. Alles klar. So, der Schmied schmiedet hier schön eine Rüstung, hat er schon. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der Gelehrte das alles erforscht. Ich meine, es geht auch nicht alles in seinen Kopf rein. Aber... Unser Schmied ja, Rüstung, eine Rüstung brauche ich noch. Nicht wahr? Ja, war's nicht genug. Eine Rüstung brauche ich noch. Ja, was an diesem Tutorial ein Tutorial ist, macht es einfach ungefähr so. Ich versuche ja nebenher ein bisschen was zu erklären, aber so viel gibt es gar nicht zu erklären. Also das ist wirklich relativ simpel, zumindest auf dieser Map. Auf den anderen Maps sieht das schon etwas anders aus, aber ist auch nicht so schwierig. Jetzt habe ich mir gerade meine Soldaten verbessert. Soldaten verbessern dürfte logisch sein, was das bringt. Ne? Man hat eben bessere Soldaten. Und ja, Gelehrter ist er fertig. Hey. Oh ja, jetzt lasse ich noch Ehrenpunkte. Unser Schmied hat eine Rüstung angefertigt. Jetzt geht's ab hier. Jetzt lasse ich meinen Schmied Gold schmieden. Warte mal. Die, obwohl, ne, Waffen erstmal. Er ist jetzt wirklich derb schnell. Wie wir das schon sehen, das ist heftig. Ja. Rüstung verbessern. Okay. Jetzt, man sieht, ich habe jetzt auch die Rüstung. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Für Ehrenpunkte brauche ich jetzt auch noch nichts bauen. Unser Schmied wurde wieder. Ja, Schmied hat Waffe angefertigt. Das geht jetzt so in diesem Takt. Das ist schon ganz lustig. Was mache ich mit den nächsten 60? Ja, ich verbessere meinen Helden. Mit den nächsten 80 meine ich. Heldenrüstung verbessern. Okay. Ja, das ist übrigens mein König. Wenn der stirbt, habe ich ein Problem. Sieht aber momentan, ehrlich gesagt, nicht so aus. Held Level 3. Wird ja immer besser. Schmied hat schon wieder Waffe fertiggestellt. Ich meine, ich habe nur 2, aber prüfen wir besser nochmal nach. Ja, genau. Nochmal Heldenwaffe verbessern. Also das ist jetzt ein bisschen nach Fun gespielt. Einfach so. Ich hätte auch gleich am Anfang mir einen Schmied holen können, dann hätte ich jetzt schon... Unser Schmied ja, Schmiedi hat Waffe, dann hätte ich jetzt schon weiter aufgerüstete Soldaten. Allerdings muss man so auch nicht machen, weil dann verliert man ein bisschen Zeit bei den anderen Sachen. Aber jetzt kann ich mir erstmal neue Waffen kaufen. Okay. Unser Held yep, Held Level Up, das ist doch schön. Das wollte ich hören. Gegnerischer König ist aber leider immer noch bei 97%. Warum, weiß ich gerade nicht. Unser Schmied hat eine Waffe angefertigt. Schmied hat Waffe, Tränke, Verbesserungen erforschen. Jetzt lasse ich mal meine Magier verbessern. Alles. Ja, ich bin etwas erkältet.
Ja, Held Level 4. Da ist der Schmied, der wird gleich für mich Gold schmieden. Und ab dem Moment, apropos... wie sieht das denn hier aus? Hat der hier schon alle Wachen, der gut ist? Ich glaube, ja. Unser Held wurde Schmied getötet. Hat eine Waffe angefertigt. Unser Held zurück wurde zum wieder Lager. Held schon wieder da, das ist... das ist lustig. Genau. Du hast nicht... Aber hier, Rüstung verbessern. Okay. Rüstung ist voll aufgerüstet. Was kommt gleich? Gleich kommt... Ja, ja, noch ein bisschen. Komm. Na komm. Na komm. Unser so. Schmied hat eine Waffe angefertigt. Jetzt ist auch die Waffe auf höchster Stufe. Armbrust brauche ich gerade noch nicht. Mhm. Lass ich den Schmied erstmal was anderes schmiedien. Warte mal. Und zwar Rüstung. Und danach Gold. So. Warten meine Soldaten. Okay. Und gleich, sobald er drei Rüstungen hat, noch die Rüstungen, dann läuft das. Naja, Heldkit. Ah, König auf gegnerischer auf 56. Ach du Scheiße, das ist nicht... Unser Held. Das sind nicht ernsthaft. Ach, das sind Soldaten. Ich dachte gerade, das wären meisterhafte Söldner. Dann hätte ich aber echt ein Problem gehabt hier. Ah ja, die haben jetzt schon die höchste Rüstung. Macht mir allerdings ehrlich gesagt ziemlich wenig. Alter, doch, macht mir was. Dafür ist mein Held voll aufgerüstet und die haben glaube ich noch gar keinen. Unser Held ist ein Level aufgestiegen. Unser ja, Schmied gleich sind sie eh tot. Mit zwei Ehrenpunkten, dann ist der gegnerische König definitiv tot. Weil es gibt ja noch mehr für die schönen Ehrenpunkte, nicht wahr? Etwas für Ehrenpunkte kaufen. Ach nee, ich habe mich vertan, ich kann das schon. Zwei meisterhafte Söldner. Okay. Wie derbe sind zwei meisterhafte Söldner? Derbe. Ich kann sie ja mal gerade verfolgen. Weil um meine Sachen kümmern brauche ich jetzt eh nicht mehr. Das müsste es eigentlich mit dem gegnerischen König gewesen sein. Ach, da teleportiere ich mich gleich hin. Na komm. Rüstung. Unser Held wurde getötet. So, oh ja, ihr seht, 26. Unser Held wurde wiederbelebt. So, der gegnerische König ist ge... Nein, er hat beide Söldner. Ach, da kommen meine meisterhaften Söldner. Jetzt ist er am Arsch. Und jetzt ist er tot. Nein, noch nicht ganz, aber fast. Bäm, der hat keine Chance, der Güteste. Ja, ich hab gewonnen. Ja, ihr seht, so sieht diese kleine Minimod aus. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Macht für eine Zeit lang auch richtig Spaß. Also, erstmal großes Lob an den Modder. Und ja, Orca Evergreen sagt auf Wiedersehen. Das ist das Ende des ersten anderen Tutorials, was nicht das normale Gothic 2 und Minecraft betrifft. Bis dann.